Also ich glaube, es ist ganz wichtig in so einer Situation, dass alle Parteien ihre Bedenken im Vorfeld geklärt haben. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit allen Beteiligten einmal gemeinsam spricht. Herzlich willkommen zum R&G, Zeit für Neues, Immobilien- und Investment-Podcast. Ich will Immos, ich will alles, ich will fliegen wie bei Marvel. Ich will Immos, Immos. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge R&G Immobilien- und Investment-Podcast. Heute wieder mit einer Interviewfolge und bei uns zu Gast ist der Herr Dr. Lohmeier, der war schon mal bei uns zu Gast, ist Notar bei uns in Hagen, Fachanwalt fürs Thema Erben und Steuern und Spezialist in dem ganzen Gebiet. Und ich sage auch gerne dazu, dass er die bürokratischen Phrasen ins Deutsche lebhaft übersetzen kann. Ja. Da liegt die Fachkompetenz auf jeden Fall. Vielen Dank, dass Sie sich heute nochmal Zeit genommen haben. Es soll heute um das Thema Erben und Schenken gehen, weil wir da in unseren Beratungsgesprächen ganz häufig darauf hingewiesen werden, wenn es um Immobilien geht, dann geht es ja auch darum, wie kriegt man die dann irgendwann mal in die nächste Generation, macht man das noch zu Lebzeiten oder soll man das lieber vererben, wenn man verstorben ist, also dass man es dann in die nächste Generation weitergibt. Ich glaube, da sind ganz, ganz viele Fragezeichen bei den Kunden vorhanden, weil dann Steuern mit im Raum stehen, ja, ne? Wenn man größere Immobilienvermögen weitergibt, wie viel Erbschaftssteuer kommt dann auf einen zu? Ganz, ganz komplexe Konstrukte. Danke, dass Sie uns da heute ein paar Einblicke zu geben wollen. Ja, das ist ein Bereich in der Familie, in dem sich die ältere Generation, die Eltern haben Gerechtigkeitsvorstellungen, die durchaus auch unterschiedlich sind zwischen Mutter und Vater. Die haben durchaus auch manchmal eine unterschiedliche Perspektive auf die gemeinsamen Kinder, die sie sich nicht im Alltag bewusst machen, sondern die in solchen Gesprächen, wie ich sie dann zur Vorbereitung führe, dann auch bewusst werden. Vererben, schenken, also wir haben ja, leben ja noch in einer Wohlstandsgesellschaft, in der die ältere Generation über Vermögen verfügt, insbesondere über Immobilienvermögen. Die Frage, die sich häufig stellt, soll ich denn jetzt zu Lebzeiten schon einmal Teile, etwa die vermietete Eigentumswohnung, an die Kinder übertragen? Wenn ja, wie? Meine Kontrollfrage ist immer, und wir Notare haben ja einen doppelten gesetzlichen Auftrag. Der erste Auftrag, den ich genauso ernst nehme wie den zweiten, die erste Hälfte des Auftrags ist, den wahren Willen der Beteiligten zu erforschen. Und die zweite Hälfte ist, dann rechtssicher umzusetzen. Und den wahren Willen zu erforschen, heißt ja nicht, wollen Sie das wirklich, sondern warum? Und wenn viele in unserer Gesellschaft sind getrieben von diesem Steuerproblem. Ja, wir müssen wegen der Erbschaftssteuer, wegen der Schenkungssteuer müssen wir übertragen. Und dann erkläre ich als Fachanwalt für Steuerrecht die Situation und dann stellt sich ganz oft heraus, dass es aus steuerlichen Gründen nicht erforderlich ist. Weil die Freibeträge so hoch sind und die Immobilienwerte zwar gestiegen sind, aber noch in die Freibeträge passen. Insbesondere dann stellen Sie sich vor, Eltern gehört das Haus je zur Hälfte und haben zwei Kinder. Dann haben wir 1,6 Millionen Euro Freibeträge. Nämlich jedes Kind hat nach jedem Elternteil 400.000 Euro. Also Lisa hat nach Mutter und Vater 2x400 und Paul nach Mutter und Vater. Also haben wir 1,6 Millionen Euro Schenkung und erbschaftssteuerfrei. Das ist derselbe Freibetrag, alle 10 Jahre neu, sodass das sagen wir mal, bei einem Haus kein Problem ist. Die zweite Kontrollfrage, die ich immer stelle, um zu entstressen, aber auch um die Mandanten vor sich selbst zu schützen, die Älteren, sind Sie sicher, oder anders gesagt, Sie sollten nur dann zu Lebzeiten übertragen, wenn Sie sicher sind, dass Sie die Substanz der Immobilie für Ihre eigene Altersversorgung auf keinen Fall brauchen. Nicht die Ferienwohnung in Cuxhaven, ich rede jetzt nicht von dem selbstgenutzten Haus, das ist ein anderes Thema, auch steuerlich, sondern die Ferienwohnung in Cuxhaven. Die wird vermietet und die nutze ich selbst. Dann, ja, sind Sie sicher, dass Sie sie nicht irgendwann, auch der länger lebende von Ihnen, wenn einer gegangen ist, verkaufen wollen, um näher zu den Kindern zu ziehen, wie auch immer? Wenn Sie sagen, nein, wir haben Vermögen, wir haben das Haus, wir haben da noch was, dann kann man übertragen. Jetzt stellt sich die Frage, okay, so, dann hat man erstmal das Ob geklärt. Wollt ihr das wirklich und bleibt es dabei, wenn ich euch erklärt habe, dass es aus steuerlichen Gründen gar nicht so sein muss? Ja, aber natürlich bei höheren Vermögen ist es so, dass die Steuerfreibeträge eben alle 10 Jahre genutzt werden können. Sie entstehen alle 10 Jahre neu. Insofern hat es durchaus Sinn.
Dann aber sollte man in dem Übertragungsvertrag das, sagen wir, die erbrechtliche Situation und die persönliche Gerechtigkeitsvorstellung der Beteiligten widerspiegeln wollen, auch als Notar. Mhm. Und sagen, ja, hat denn Paul vielleicht schon mal was vorher gekriegt? Müssen wir jetzt Lisa anders bedenken? Und dann sind es oft die Schwiegerkinder, und man sagt, oh, die Schwiegerkinder, wenn die das erben und so weiter. Da gibt es erbrechtlich flankierende Möglichkeiten, diesem berechtigten Schutzbedürfnis Rechnung zu tragen. Mir ist persönlich wichtig, dass die Beteiligten, wenn ein Vertrag geschlossen wurde, egal was für ein Vertrag, dass am Ende ein gutes Bauchgefühl da ist. Also mir ist aufgefallen, dass wenn ich mit den Leuten zusammensitze und wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, dass dann ganz oft als allererstes, also bevor auch diese Steuerthematik kommt, das Emotionale erstmal vordergründig steht. Genau. Ne? Weil da sind Eltern, die meinetwegen zwei Kinder haben und das Erste, was bei denen entsteht, ist, wir können die Kinder doch nicht ungerecht behandeln. Wir haben jetzt aber drei Mehrfamilienhäuser, haben alle unterschiedliche Werte. Wie machen wir das denn überhaupt? Ja. Und wir wollen doch nicht, dass unsere Kinder sich am Ende zerstreiten. Ja. Und da an der Stelle auch noch, wenn dann die Eltern darüber nachdenken, eigentlich ist es ja etwas Positives. Also es ist doch schön, dass man Vermögenswerte geschaffen hat, die man jetzt in die nächste Generation weitertragen kann. Aber die Angst, die da entsteht, ist eigentlich viel größer, dass die Eltern sogar sagen, oh Gott, eigentlich will ich ja gar nichts vererben, weil ich weiß, und die beiden zerstreiten sich dann und eigentlich soll es doch was Schönes sein. Ja, das ist genau der Punkt, das, was wir... Wir agieren gemeinsam vor dem Bühnenbild Familie. Das muss ich mir auch als Notar sehr bewusst machen. Das hat alles sehr viel mit Emotionen zu tun, mit bewussten, unbewussten Gefühlen, unbewussten vor allem. Das sehe ich, muss ich sehen wollen als Gestalter der Beziehungen. Und das ist eben keine Rechtstechnik, kein bürokratisches Spielregeln verdonnern, sondern das ist wirklich das Abbilden der persönlichen Gerechtigkeit mit Hilfe des Rechts. So sehe ich meine Aufgabe. Und es ist, wenn ich, und die Vorträge, die ich früher gehalten habe, hießen früher, ich halte sie heute noch, aber die heißen früher teilweise, je nachdem, mit welchem Thema, durch richtige Vorsorge den Familienfrieden sichern. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Es geht nicht immer nur um hohe Werte und um Steuern und um Geld sparen, sondern es geht vor allen Dingen darum, dass, Sie haben es gerade angesprochen, Herr Günther, dass der Familienfriede gesichert wird. Und wenn ich alles nach dem Motto nach mir die Sinnflut auf den Zeitpunkt verschiebe, wo ich es nicht mehr lösen kann, weil ich ja auf der Wolke sitze, dann habe ich versagt. Dann habe ich meine Verantwortung für mein Leben, für meine Lebensleistung, für meine Familie, habe ich bewusst nicht wahrgenommen. Das ist eine Schwelle, wir verdrängen die eigene Endlichkeit, aber über diese Schwelle sollte man wirklich gehen und sich überlegen, ja, jetzt zu Lebzeiten, wenn ich das zu Lebzeiten gestalte, dann kann ich individuell mit Hilfe eines zugewandten Notars individuell gestalten. Ich kann die Spielregeln festlegen. Ich kann die Kinder vor sich selbst, vor Gläubigern, wie auch immer, schützen. Das kann ich alles zu Lebzeiten. Das Testament ist dann nur im Idealfall die Auffanglösung für das, was ich zu Lebzeiten nicht regeln wollte oder konnte. Aber eine Auffanglösung. Alles nach hinten zu schieben. Stellen Sie sich vor, im Jahre 1 errichten Sie ein vernünftiges Testament. Aber dann läuft irgendwie in der Familie die Beziehung anders. Einer ist reich und gesund, der andere ist arm und krank. Es ändert sich, weil das Leben ist voller Prognoseabweichungen. Dann passt ja das, was Sie 2001, das Bild, was Sie hatten, hat sich ja verschoben. Also muss man es ändern. Sollte man es ändern. Machen viele nicht, weil sie sagen, wir haben ja ein Testament. Aber das Leben hat sich herausentwickelt, hat sich anders entwickelt, als man das vorhersehen konnte als Eltern. Also muss man reagieren. Deswegen, das ist bei jedem Testament so. Das Testament ist genauso wenig statisch wie das Leben. Aber nochmal zurück zum Lebzeitigen, also zum Verschenken unter Lebzeiten. Ich kann auch sagen, um Gerechtigkeit herzustellen, gibt es ganz viele Mittel. Für mich ist das Recht ein Kreativbaukasten, aus dem ich das nehme und das dann baue, was die Beteiligten, was diese Familie konkret braucht. Beispiel, es kann sein, dass der Sohn wohnt schon im Haus und mit seiner Frau, die wollen auch da bleiben, während Lisa in Nürnberg lebt und auch nicht mehr nach Altena oder nach Hagen zurückkommt. Dann kann ich sagen, Paul bekommt es, aber muss ein Gleichstellungsgeld zahlen. Also, das Haus ist 300 wert. Die Eltern behalten sich den Nießbrauch vor oder das Wohnungsrecht.
dann ist es weniger wert, der Schenkungswert. Das Haus ist ja belastet mit einem Recht Dritter, ob Wohnungsrecht oder Nießbrauch. Also ist das Haus Schenkungswert 200.000. Nießbrauch, weil die Eltern noch drin wohnen. Nießbrauch ist also das Recht der Fremdnutzung. Ich kann es vermieten und ich kann das Wohnen und ich kann selbst nutzen, wenn das Wohnungsrecht erstmal nur das Selbstnutzen ist, Wohnen. Ja, also das Wohnrecht steckt immer im Nießbrauch mit drin. Am Nießbrauch ist mehr, nämlich das Recht zu vermieten. Ich kann also nach Bad Tölz ziehen und die Wohnung, also das Haus vermieten. Und der Ertrag geht dann demjenigen zu, dem der Nießbrauch zusteht. Genau, der Nießbraucher ist zivilrechtlich und steuerlich wirtschaftlicher Eigentümer. Bleibt also auch, wenn ich übertrage unter Nießbrauchsvorbehalt, geht das reine Eigentum auf die Beschenkten über, während die wirtschaftliche Ertrag weiterhin mit Abschreibung und allem, was dazu gehört, allen Kosten, allen Steuern beim Nießbraucher bleibt. Ich kann dann auch Paul zum Beispiel verpflichten, wenn er jetzt der Schenkungswert 200.000 Euro ist, an seine Schwester Lisa die Hälfte zu zahlen, sogenanntes Gleichstellungsgeld. Da sagt Paul, ja, ich habe aber das Geld jetzt gar nicht. Ja, dann gestaltet man das so, dass man dieses Gleichstellungsgeld von 100 muss Paul an Lisa zahlen, aber erst fällig ist das erst beim Tod des längst Lebenden von uns Eltern. Und entweder bis dahin mit 1% zu verzinsen oder ist Kaufkraft gesichert, Inflation. Nicht? In 20 Jahren sind die 100 eben keine 100 mehr wert, sondern weniger. Das Haus hat sich aber vielleicht entwickelt. Da kann man sagen, wir machen eine Wertsicherungsklausel rein, damit Lisa in Jahrzehnten die 100 in künftiger Kaufkraft auch als 100 bekommt. So. Und dann kann Paul in Ruhe überlegen, ja, ich muss jetzt ja in irgendwann dem dereinst, wenn meine beiden Eltern, unsere beiden Eltern irdisch gegangen sind, Gleichstellungsgeld zahlen, kann das irgendwie vorher schon mal finanzieren, kann sich da jeweils darauf einstellen. Und Lisa weiß, ja, am Ende werde ich es noch erleben, da bekomme ich die Hälfte sozusagen des Schenkungswertes von meinem Bruder. Damit ist den Eltern geholfen, Gerechtigkeit, beide Kinder gleich behandeln wirtschaftlich. Und in der Geschwisterbeziehung, im Erbfall, ist auch Friede. Weil Paul zahlt an Lisa und das gibt keinen Streit. Das ist also das Bauchgefühl in der Familie, wenn die sich also zu Ostern wieder sehen, wissen die, wir haben es vernünftig geregelt. Also Sie haben jetzt da schon verschiedene Möglichkeiten ja genannt, wie man solche gefühlten Ungerechtigkeiten oder auch, ich habe das Geld einfach nicht, wie man solche Situationen lösen kann. Wie würden Sie denn sagen, geht man mit so einer Situation um, wenn eins der beiden Kinder jetzt sagt, ja, aber der Wert der Immobilie, den haben Mama und Papa jetzt auf 300.000 festgesetzt. Ich weiß aber, dass der Nachbar, der wird 500.000 dafür bezahlen. Also da empfindet auf einmal eins der beiden Kinder ein Ungerechtigkeitsgefühl. Ja. Wie geht man mit solchen Situationen um? Das ist dann oft, wenn ich weit weg bin, habe vielleicht nicht so den Kontakt wie Paul, der ja mit den Eltern täglich zusammen ist, dann sollte man zeitnah, also im Zusammenhang zur Vorbereitung dieser Transaktion innerhalb der Familie einfach das Haus bewerten lassen. Durch einen objektiven Dritten, das muss jetzt kein Sachverständigengutachten sein, was 2.500 Euro kostet und 6 bis 8 Monate dauert, bis man es hat, sondern das kann auch können Sie, R&G, ne? Sie machen das ja, wir machen das ja auch zusammen in solchen innerfamiliären Fällen, weil es ja nicht irgendwie, ist ja keine Stresssituation, sondern man will ja nur einen objektivierten Wert haben. Den sollte man allerdings, ist meine Empfehlung, gut, dass Sie das gefragt haben, Herr Günther, sollte man auch ermitteln, weil oft sind ja die Vorstellungen eben unterschiedlich. Ja? Man hat entweder, sagt man, das ist gar nichts wert, wir haben ja nur 120.000 D-Mark 1968 bezahlt. Dann nimmt man diese Immobilienentwicklung gar nicht mit. Von außen in Nürnberg oder München, wo man Immobilienpreise hat, die ja nun jenseits von Gut und Böse sind, hat man das Haus natürlich viel mehr wert. Die kennen den Hagen, der Alten, den Ruhrgebiet, den sauerländischen Markt nicht. Insofern muss einfach von dritter Seite eine Bewertung. Dann hat man objektiv den Wert und an dem kann man sagen, so, da ist der Nießbrauch, der wird bewertet. Und dann haben wir den Schenkungswert und davon gibt es 50% an die Schwester oder eben je ein Drittel an die beiden anderen Geschwister. Wenn man zu dritt ist, das ist überhaupt kein Problem. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das haben Sie ja auch gerade in dem Vortrag davor schon gesagt. Das mit dem Bauchgefühl. Also gerade solche Themen kann ich mir vorstellen, das muss ja noch nicht mal eins der beiden Kinder sein, aber vielleicht
ändert sich mal der Lebenspartner. Ja. Und das eine Kind hatte so ein kleines Unwohlsein im Bauch. Jetzt kommt ein neuer Lebenspartner dazu und der sagt, Mensch, was hast du denn da damals unterschrieben? Oder ne, warum habt ihr euch denn darauf geeinigt? Das ist aber nicht fair. Ja. Und dann wird dieses kleine Unwohlsein auf einmal zu einem großen Unwohlsein. Also ich glaube, es ist ganz wichtig in so einer Situation, bevor man solche Verträge festlegt sozusagen, dass man da eine so große Datenbeschaffung quasi für sich sicherstellt, dass man, wenn man dann in die Unterschriftensituation geht, dass man da auf jeden Fall ein gutes Bauchgefühl hat und dass alle Parteien ihre Bedenken im Vorfeld geklärt haben. Ja, und deswegen ist es ganz wichtig, dass man mit allen Beteiligten einmal gemeinsam spricht. Mhm. Damit man also auch die Interaktion unter den Beteiligten, dass alle zusammen, wir als Familie sitzen jetzt hier, wir besprechen das und wir lösen sozusagen die Herausforderung, Haus nach links und Geld nach rechts, die lösen wir jetzt so, dass wir als Familie weiter wirklich zusammenbleiben. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man da ein gemeinsames Gespräch führt. Es gibt keine rechnerische Gerechtigkeit. Wer die sucht, wird sie nie finden. Mhm. Und es gibt nur eine gefühlte. Ja. Und die muss ich eben herstellen. Da muss man vielleicht bewusst machen, dass Paul eine Ausbildung begonnen hat mit 16 und mit 18 sein eigenes Geld verdient hat, während Lisa als Sozialpädagogin 5 Jahre lang von den Eltern finanziert wurde. Das ist ein Unterschied. Ja, klar. Und das kann man jetzt nicht beziffern. Da wird auch, ist es falsch zu sagen, das Studium hat uns Eltern X gekostet. Das ist zu viel. Aber sich bewusst machen, du hast das Studium finanziert bekommen. Deswegen ist es durchaus okay, wenn du jetzt die kleinere Eigentumswohnung bekommst und Paul die größere, zum Beispiel. Das sind aber Dinge, das meinte ich vorhin, als ich gesagt habe, wir agieren vor dem Bühnenbild Familie. Das muss man herausarbeiten und das geht nur im Gespräch. Also ich finde, genau das ist eigentlich so das, was ich am schlimmsten an dieser ganzen Situation finde, ist, dass, obwohl das ja was Positives ist, ne, da werden Werte weitergegeben, egal wie klein oder wie groß sie sind, aber es können Werte weitergereicht werden und die dürfen meiner Meinung nach nicht dafür sorgen, dass dann nach dem Tod derer, die sich da ihr Leben lang für aufgeopfert haben, um diese Werte überhaupt schaffen zu können, dass dann die nächste Generation sich zerstreitet, weil sie Ungerechtigkeiten empfinden, ne? Obwohl ja was Schönes eigentlich passiert ist. Deswegen habe ich oft in den Verträgen dann auch die Geschwister mit dabei und die sich dann jeweils als gleichgestellt erklären im Vertrag. Dann ist damit alles geklärt. Wichtig ist auch, dass man die Immobilie, die Lebensleistung zu Lebzeiten vor störenden Einflüssen schützt. Stellen Sie sich vor, der beschenkte Sohn hat Gläubiger. Plötzlich kommt in den Arbeitslosengeldbezug und hat dann irgendwie, muss was zurückzahlen, hat Gläubiger, die in das Grundstück reingehen. Dann kann es sein, dass er sich scheiden lässt. Im Rosenkrieg wird der Wertzuwachs dann streitig und wird darüber gestritten. Ganz schlimm, der Beschenkte stirbt vor den Eltern und vererbt es aus Sicht der Eltern falsch. Das sind so diese Überschrift Störfallklauseln, so diese, und dann arbeitet man für solche nicht ausschließbaren, nicht konkret befürchteten, will man gar nicht beurkunden, sondern nicht im menschlichen Leben angelegten, nicht ausschließbaren Störfälle Rückforderungsrechte für die Eltern ein, für den überlebenden Elternteil alleine für den Fall. Und diese Rückforderungsrechte werden in Abteilung 2 des Grundbuchs durch eine Vormerkung gesichert. Und das ist eingetragen, bevor dann 3 Jahre später, 10 Jahre später die Gläubiger reingehen. Und die Vormerkung schützt den Rückübertragungsanspruch. Mit der Folge, wenn die Eltern ihn ziehen, fliegen die Gläubiger wieder raus. Und das Objekt kommt unbelastet von Vollstreckungsmaßnahmen der Gläubiger wieder an die Eltern. Und wenn sich der Pulverdampf verzogen hat, kann man es neu zuordnen. Beispiel auch direkt dem Enkel und sich ein Wohnungsrecht, Nießbrauchsrecht zurückbehalten oder so. Also das ist ganz wichtig. Und der zweite Gesichtspunkt, der unbedingt beachtet werden muss, das wird ganz häufig übersehen, ist auch so der Blick ins Erbrecht. Das heißt, ich sorge immer dafür, mindestens, dass die beschenkten Kinder erklären, ja, diese Schenkung lasse ich mir auf einen späteren Pflichtteilsanspruch anrechnen. Nicht, die Kinder haben, wenn sie nicht erben, wenn also die Eltern sich im Berliner Modell gegenseitig zu Vollerben einsetzen und die Kinder als Schlusserben, haben die Kinder ihr Erbrecht nach dem ersten
Elternteil nicht. Mhm. Und das löst gesetzlich einen Pflichtteilsanspruch aus in Höhe der halben Erbquote. Beispiel, Ehepaar mit zwei Kindern, Erbquote, Ehepartner 1/2 und die Kinder je 1/4. Mhm. Jetzt erben die Ehepartner untereinander voll, die Kinder also nicht ihr Viertel, dann haben sie gesetzlich einen Pflichtteilsanspruch von je 1/8. Mhm. So, jetzt überlegen Sie mal, in der einen Schenkung hat Paul sich das anrechnen lassen und Lisa nicht. Mhm. So, okay. Dann machen beide Pflichter gelten. Paul lässt sich anrechnen, der muss sich auf seine 170 anrechnen lassen, hat noch 30. Lisa hat es der Notar vergessen, die hat 60 gekriegt, werden aber nicht angerechnet und kriegt 100. Also das ist das Mindeste, ist die Pflichtteilsanrechnung. Meistens sorge ich dafür, dass die Kinder anlässlich der Übertragung von Vermögen, das zu erben, sie ja nur eine Chance haben. Die Eltern könnten ja auch mal auf der Kreuzfahrtreise vom Kreuzfahrtschiff gar nicht mehr rumkommen und alles sozusagen ausgeben. Dass die Kinder auf ihr Pflichtteilsrecht, auf ihre Ansprüche, nach dem ersten Elternteil verzichten. Weil dann ist der Überlebende geschützt vor dieser Liquiditätsbedrohung im hohen Alter, wo er keinen Kredit mehr bekommt, um Pflichtteilsansprüche zu erfüllen. Und wenn der Überlebende dann ausflippt und vermacht seinen Nachlass einer falschen Institution, der Scientology, dann sind die ja nicht schutzbedürftig. Dann können da die Kinder ihr Pflichtteilsrecht geltend machen. Also ich flankiere diesen Transfer in der Familie wegen der Verantwortung, nochmal Stichwort Bühnenbildfamilie, flankiere ich mit erbrechtlichen Absicherungen, damit nicht eine aktuelle Gerechtigkeit dann später, Sie haben es gerade angesprochen, zu einer späteren Ungerechtigkeit wird. Das ist der Hammer, an was für feinen Facetten man erkennen kann, wenn der eine vor dem anderen stirbt, wenn eins der Kinder vorher stirbt, was das für Konsequenzen und Auswirkungen dann für das vorher geplante Erbe sozusagen haben kann. Ja. Also da sind wirklich viele Fälle. Ich glaube, das ist ein Punkt wieder, der dazu führt, da sollte man sich wirklich jemanden nehmen, der schon mal Erfahrungswerte gesammelt hat und nicht nur diesen typischen Fall, ja, ich will, wenn ich sterbe, dann soll das passieren, sondern man muss ja auch darüber hinaus nochmal weiterdenken, ja, das ist nur ein Fall, was kann aber passieren, wenn das eintritt oder wenn das eintritt. Ne? Also ich habe ganz oft die Situation, wenn ich dann so meine Testamentsregelung erkläre, dass man so die Mandanten sagen, ja, darauf kann auch nur so ein Notar kommen. Das liegt aber daran, dass man natürlich in seiner familiären Welt mit der positiven Brille lebt, ist ja völlig klar, tue ich in meiner Familie auch. Und zum Glück. Ja, und man jetzt nicht immer diese Störfälle vor Augen hat, das ist ja in der Lebenssituation, will man das nicht, soll man auch nicht. Aber wenn man gestaltet, das ist so wie Anschnallen mit Airbags. Sie kriegen also im Prinzip in einem vernünftigen Vertrag kriegen Sie Airbags an allen Stellen für alle Stellen des Körpers und perfekte Gurte und noch Überrollkäfig. So. Wenn Sie jetzt mit dem Auto bei gutem Wetter die Autobahn entlang fahren, murmeln Sie ja auch nicht mal vor sich hin, wie gut, dass ich die Airbags habe. Sondern Sie haben das einmal gekauft, wissen, die Airbags ist drin und fahren locker. Ja. So, und das Unbewusste weiß, wenn es kracht, haben wir die Leitplanken, die Airbags und den Gurt. So ist das zu verstehen. Das ist ein schönes Bild dafür, also um das einmal so deutlich zu machen, was dahinter steckt. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu dem Thema Immobilieninvestments, weil das ist ja auch eins, was unsere Zuhörer so am meisten interessiert. Deswegen hören die Leute zu. Wenn ich jetzt über meine Lebenszeit ein größeres Immobilienvermögen aufbaue und ich komme definitiv über diese Freigrenzen und jetzt habe ich vielleicht die nächste Generation, die das Ganze irgendwann von mir weitergegeben bekommen soll. An welcher Stelle würden Sie empfehlen, macht es Sinn, sich mit der Gestaltung der Übertragungsmöglichkeiten auseinanderzusetzen? Ist das in der Aufbauphase, wo ich noch meinen Immobilienbestand anhäufe sozusagen, also wo ich weitere Objekte dazu kaufe? Oder ist das vielleicht erst in einer anderen Phase, wo würden Sie empfehlen, da einzugreifen? Also die Antwort hört sich jetzt platt an, je eher, desto besser. Mhm. Ja, also mein Beispiel ist, dass die Eltern frühzeitig einen, Stichwort Familienpool, einen Rechtsträger gründen sollten, in den sie dann die Kinder behutsam aufnehmen. Und das ist die Gesellschaft bürgerlichen Rechts in der jetzigen und auch in der künftigen Fassung ist das ideale Mittel, um das Familienvermögen aus dem persönlichen Eigentum der Beteiligten zu transferieren auf einen Rechtsträger, an dem ich dann die Kinder auch sogar Minderjährige schon beteiligen kann.